ein Video von tutorlaut.de. Okay, Mirko von Dutonaut hier mit der spannenden Frage, was treibt der Esoteriker so unter Android? Binaural Beats Therapy zum Beispiel, da kann man beispielsweise eine Astralprojektion auf sich hier gießen lassen, mit ganz wundervollen Effekten oder die Kreativität stimulieren lassen. Setzt euch also in seinen Sessel mit einem tollen Nackenstützending, damit ihr nicht einschlaft, und macht das folgende anderthalb Stunden lang. Genau, da sollt ihr jetzt drauf schauen. Und zuhören, das ist noch wesentlicher. Die Bildfehler am Rand muss man entschuldigen. Die App ist halt nicht wirklich ganz perfekt, aber... Naja, die Töne sprechen für sich selbst, machen was anderes, das war anstrengend. Wie wär's mit einem Powernap? Damit kann man ganz schnell einschlafen. Nach 20 Minuten ist man fit für den ganzen Tag. Dank binauraler Töne. Und dann super Bilder natürlich. Nee, auch nichts, weg. Na gut. Dann halt noch mein Favorit. Morphin Painkiller. In ein paar Minuten, naja, eine Stunde solltet ihr schon drauf schauen, entfernt ihr alle Schmerzen. Verspricht die App. Schaut eine Stunde drauf und ihr könntet tatsächlich weniger Schmerzen haben. Aber Lust verspüren, jemandem Schmerzen zuzufügen. Das ist in diesem Fall okay. Ihr seht, ihr könnt ein bisschen damit rumspielen. Ihr könnt das Bild ausmachen. Ihr könnt die ganze App ausmachen. Noch viel besser. Und tschüss, liebe App. Guckt mal nach binauralen Tönen. Tolle Theorie. Zumindest ist die App Open Source und darum mögen wir sie trotzdem.